Ja, heute haben wir es geschafft, alle Spieler zu involvieren. Wir haben gut zusammengespielt und in der Defense einfach executed. Deshalb haben wir jetzt mal ein paar weniger Punkte gekriegt, was in den letzten zwei Spielen leider nicht so gut geklappt hat. Und ja, wir sind zufrieden. Alle Spieler haben das Feld gesehen und das war der Unterschied. Wir können da mit der Offense einige Matchups kreieren, die, glaube ich, jedem vor große Herausforderungen stellen. Und ja, die Offense hat mal wieder geliefert, wie wir das schon kennen. Wir kennen Potsdam noch aus 2019, da konnten wir sie zweimal schlagen. Auf Tape jetzt da so Quervergleiche zu schließen, ist fast nicht möglich. Ich glaube, es gibt da einige schwierige Matchups auch für uns auf beiden Seiten des Balls. Und wir hoffen, dass das ein enges Spiel wird, was wir für uns entscheiden können. Nein, es war definitiv mal eine Steigerung der Defense auf alle Fälle. Wir haben trotzdem zwei dumme Scores weggegeben. So, da haben wir schon drüber geredet, müssen wir auch noch dran arbeiten. Aber es war auf alle Fälle schon mal eine Steigerung. Wobei man natürlich auch sagen hat, gegen einen anderen Gegner. Also Dresden hat sicherlich da noch mal ein bisschen mehr Material gehabt. Aber das ist das, was ich sehen wollte, dass unsere Defense halt Step by Step sich an das Level rantastet, wo wir hin müssen. Und ich glaube, das war schon mal eine solide Leistung, auf der wir aufbauen können, und Offense hat wie gewohnt ihre Punkte gemacht. Deswegen war das ein relativ souveräner, einfacher Sieg heute. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass unsere Trainingsbeteiligung echt super ist, die Jungs da Gas geben. Und gerade für ein paar Leute, die halt wirklich bis jetzt immer nur beim Training partizipieren konnten und jetzt noch kein Spielfeld gesehen haben, war ich froh, dass wir da heute da mal den Jungs ein bisschen Spielzeit auf dem Platz geben konnten. Potsdam wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Die sind vollgepackt mit guten Spielern, guten amerikanischen Imports, europäischen Imports. Auch ein interessantes System auf beiden Seiten des Balles und gerade in der Offensive. Das wird eine viel Arbeit auf uns zukommen diese Woche. Und wir hoffen, dass wir ein gutes Spiel in Potsdam abliefern können. Und guck mal, bis jetzt haben wir eine saubere Weste gegen Potsdam, aber die haben schon ordentlich aufgeladen dieses Jahr. Wir haben ein schweres, hartes Spiel erwartet. Köln hat hervorragende Spieler, haben ihre Stärken ausgespielt, sind im zweiten Quarter davongezogen. Wir haben ein paar individuelle Fehler da auch gemacht und Köln hat die eiskalt ausgenutzt und hat uns dann auf Distanz halten können. Glückwunsch an Köln, solide ihren Stiefel runtergespielt. Es wird auch ein sehr erfahrungsreiches Jahr für uns werden insgesamt, aber es sind auch die nötigen Schritte, die wir brauchen, um ein komplettes Team zu werden, um uns in allen Bereichen zu verbessern. Wir haben jetzt sehr viel verschiedene Sachen gesehen. Köln ist ganz anders aufgestellt, auch gerade in ihrer Offense, als wir das aus Potsdam gesehen haben. Das sind einfach wichtige Schritte, die wir jetzt nach und nach brauchen. Sie haben auch mit Christian Strong auch einen sehr guten Quarterback, der die beiden tief bedienen kann. Man muss natürlich immer sehen, dass man over the top nicht geschlagen wird, was natürlich gegen die beiden extrem schwer ist. Auch mit dem Ball in der Hand beide extrem stark. Also bringen halt sehr viel mit. Wird wahrscheinlich auch dem einen oder anderen noch ein bisschen Kopfzerbrechen machen. Ja, ist natürlich hart, wieder so eine hohe Niederlage, war ja die letzten Wochen auch so. Aber wir kommen immer mehr in den Fluss, finden die Plays, die funktionieren und werden daran auf jeden Fall noch arbeiten. Weil die letzten Wochen auch schon, dass die Special Teams, dass wir da ein bisschen Probleme hatten. Ja, das macht es natürlich nicht einfacher, aber runterziehen lassen können wir uns davon auch nicht und da werden wir natürlich auch dran arbeiten. Als ich links rausgelaufen bin, gefummelt habe, es war ja das zweite Mal jetzt innerhalb von zwei Spielen, da auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, da mal den Ball wegzuwerfen zum Beispiel und einfach alles mitnehmen, was geht, auch wenn es eine harte Niederlage ist.